Liebe Genossinnen und Genossen, sehr geehrte Gäste, ich hoffe, es findet jeder ein Plätzchen. Wir haben darum gebeten, dass noch Stühle hereingebracht werden. Liebe Genossinnen und Genossen, sehr geehrte Gäste, ich darf Sie und euch alle recht herzlich im Namen der Fraktion Die Linke im Deutschen Bundestag begrüßen. Trotz Wetterchaos und trotz S-Bahn-Chaos habt ihr alle den Weg hierher in die denkmalgeschützte Berliner Kongresshalle gefunden. Das spricht für euren Orientierungssinn. Offensichtlich lasst ihr euch nicht so schnell in die Irre führen. Und darum soll es uns heute allen gemeinsam gehen. Es geht um Orientierung. Was will die Linke im Jahr 2010 erreichen und wie wollen wir es gemeinsam erreichen? Doch erst einmal möchte ich euch allen im Namen unserer Fraktion ein gesundes Jahr 2010 wünschen. Und ich wünsche mir, dass die Linke so erfolgreich sein möge, wie sie es im Jahr 2009 war. Liebe Genossinnen und Genossen, sehr geehrte Gäste, von uns allen gute Ideen, Mut, Selbstvertrauen, aber auch Selbstdisziplin. Die schwarz-gelbe Koalition hat im letzten Herbst einen beeindruckenden Fehlstart hingelegt. Bereits nach 4 Wochen musste die Regierung umgebildet werden. Und das Jahr 2010 begann mit einem zweiten Fehlstart, dem irrwitzigen Steuerstreit. Wir Die Linke sollten alles dafür tun, dass die Wahl in Nordrhein-Westfalen, dem bevölkerungsreichsten deutschen Bundesland, ein Desaster für die Kanzlerin und Herrn Rüttgers wird und ein gutes Ergebnis für die Menschen, die eine soziale Politik wollen. Und wir kennen es aus dem Sport. Nach 3 Fehlstarts bleibt da nur noch die Disqualifikation für Schwarz-Gelb. Liebe Genossinnen und Genossen, wir haben in den letzten Tagen viel schlechtes Theater bei der CSU in Wildbad Kreuth und beim Dreikönigstreffen der FDP in Stuttgart erlebt. Die Linke darf bei solchem Theater nicht mitspielen. Und die Linke wird heute deutlich machen, wie sie sich das Jahr 2010 vorstellt. Wir wollen nämlich diejenigen zur Kasse bitten, die die Krise verursacht haben und die jetzt, nachdem sie Hilfe aus der Staatskasse erhalten haben, jetzt schon wieder machen wie vorher. Wir wollen gute Arbeit zu gerechten Löhnen und wir wollen den sofortigen Abzug der Bundeswehr aus dem Krieg in Afghanistan und endlich ein Ende der Lügen. Gerade in der Diskussion. Gerade in der Diskussion um die Bombenabwürfe Anfang September mit mindestens 142 Toten hat sich wieder gezeigt, im Krieg stirbt die Wahrheit zuerst. Wir, die Linke, wir wollen keinen Krieg und wir wollen keine Lügen. In diesem Jahr, liebe Genossinnen und Genossen, sehr geehrte Gäste, wird die Bundesregierung 20 Jahre deutsche Einheit feiern. Und ich weiß aus Anfragen, dass die Bundesregierung nicht vorhat, die 20 Jahre Treuhand kritisch zu beachten. Darum wird es unsere Aufgabe sein, die Aufgabe der Linken, zu zeigen, welche verheerenden Auswirkungen die Treuhand auf die Wirtschaftsentwicklung hatte und was wir in der heutigen Krise daraus lernen können. Ich nenne die Treuhand übrigens die Mutter aller Heuschrecken, denn das ist die Bezeichnung, die sie verdient hat. In diesem Jahr werden wir auch den 65. Jahrestag der Befreiung von der Nazi-Diktatur begehen. Und auch zu diesem Ereignis wird sich die Bundesregierung wohl eher zurückhalten. Wir als Linke haben die Verpflichtung, diesen Tag der Befreiung auf jeden Fall würdig in aller Öffentlichkeit zu begehen. Liebe
Genossinnen und Genossen, es wird sich in diesem Jahr sehr viel um das Geld drehen, besser gesagt um das fehlende Geld. Der Bundesfinanzminister will den Bundeshaushalt ab 2011 jährlich um 10 Milliarden Euro kürzen. Das entspricht ungefähr dem gesamten Bundesforschungs- und Bildungshaushalt. Allerdings will der Finanzminister uns erst nach der Wahl in Nordrhein-Westfalen sagen, wo er die 10 Milliarden jährlich streichen will. Und ich sage euch, es liegt auch an uns, ob dieses Geld im Sozial- und Bildungsbereich gestrichen wird oder bei so unsinnigen Projekten wie dem Militärflugzeug A400M. Diese Milliarden können wir besser verwenden. Liebe Genossinnen und Genossen, wir haben also viele Aufgaben in der politischen Auseinandersetzung zu erfüllen. Vergessen wir nicht, unser politischer Gegner ist schwarz-gelb. Mit dieser Regierung müssen wir uns auseinandersetzen. Entschlossen, wirksam, überzeugend und originell. Das erwarten unsere Wählerinnen und Wähler zu Recht von uns. Enttäuschen wir sie nicht. Ich darf euch jetzt die Reden ankündigen von Lothar Bisky, dem Vorsitzenden unserer Partei, dem Vorsitzenden der Europäischen Linkspartei und unserer Fraktion im Europäischen Parlament. Danach spricht Klaus Ernst, stellvertretender Vorsitzender von Partei und Fraktion. Und den Abschluss bildet die Rede von Gregor Gysi, dem Vorsitzenden der Fraktion im Deutschen Bundestag. Sie werden heute auf fast alle Fragen eine Antwort geben, aber auch die Fragen benennen, die heute noch keiner beantworten kann. Uns allen einen guten Jahresauftakt. Vielen Dank.